Was geschieht auf diesem Schiff? Es geht, nun ja, um alles. Genauer gesagt, um unsere Zukunft. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Ja, wie wollen wir leben? Viele denken, so geht es nicht weiter. Aber wie kann es weitergehen? Wie können wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten? Auf diesem Schiff befinden sich 8 kluge Köpfe. Sie haben 8 Stunden Zeit, um auf diese Fragen Antworten zu finden, Visionen zu entwickeln und um gemeinsam ein Manifest zu formulieren. Wie wollen wir leben? Das ist das Thema dieser ungewöhnlichen Bootstour. Es ist ein Denk- und Debattenexperiment mit offenem Ausgang. Das sind die Persönlichkeiten, die das Experiment wagen und sich dieser Herausforderung stellen wollen. Die Kulturwissenschaftlerin Meetu Sanyal, der Kreml-Kritiker und Science-Fiction-Autor Dmitri Gluchowski, die Künstlerin Katharina Grosse, der Autor Daniel Schreiber, der Aktivist für Inklusion und Menschenrechte Raoul Krauthausen, die Autorin und Journalistin Sophia Fritz, der Sozialunternehmer Van Bole Menzel und der Architekt Francis Quéré. Wie bereit bist du, neue Dinge zu lernen und die Perspektive auf dein Leben zu ändern? Ich bin sehr bereit, neue Dinge zu lernen und auch die Perspektive auf mein Leben zu ändern. In absehbarer Zeit sind wir alle Mixed Race. Wir wären als menschliche Zivilisation längst ausgestorben, wenn wir alles immer nur für uns behalten würden oder alles mal verkaufen würden. Wir können allein nicht überleben, nicht bestehen. Inklusion ist nicht das Einhornland, in dem alles perfekt ist und rosa und wir mit Wattebauschen einander uns liebkosen. Ich bin optimistisch, dass wenn wir zusammenstehen, wir alles packen werden. Aber es könnte recht bald zu spät sein. Deshalb müssen wir sofort handeln. Wie können diese Lösungen aussehen? Kann es gelingen, ein gemeinsames Manifest zu entwickeln? Leinen los! Der fährt schon, Leute. Das ist auch ein bisschen Big Brother hier. Aus der Apokalypse ein bisschen. Jetzt bist du dran. Jetzt kannst du nicht mehr wegrennen. Solche Runden wie diese gab es ja schon viele, ne? Wow. Ich würde gerne eine Lösung mit Sie euch. Sie sind ja keine Politiker. Ich würde es mega finden, wenn wir konkret wären. Wo ist Katharina hingegangen? Bist du auch auf Instagram? Weggerannt? Ich glaube, es gibt so ein sehr großes Bewusstsein an diesem Tisch, dass wir diese Privilegien, die wir alle jeweils haben oder nicht haben, neu verteilen müssen. Daniel, darf ich dazu was sagen? Ja. Also ich mag das Thema sehr. Ich finde, wir sind aber die falsche Runde, um über Privilegien zu sprechen, weil ich bin der Meinung, wir sind alle ziemlich privilegiert hier. Und wenn so eine aber gerade deswegen ist es auch super. Ja, ich finde, wir sollten eher Dinge besprechen, die wir ändern können. Ich finde ja, mehr Privilegien für alle haben. Ich finde nicht irgendwie, wir haben einen Mangel an Privilegien, müssen sie ein bisschen fairer verteilen. Ich finde, wir bräuchten alle mehr davon. Mhm. Wir reden ja immer super. Wir müssen Privilegien abgeben. Dann. Aber das widerspricht sich ja auch nicht. Sehr gut. Also wenn ich Privilegien nenne, dadurch, dass ich Zugang zu vieles habe, dann fühle ich mich privilegiert. Auch die Ärmsten haben ein Recht auf Luxus. Und Luxus in Burkina Faso zum Beispiel bedeutet es, wenn du dann beispielsweise es schaffst, so ein kleines Gebäude zu errichten, wo darin eine Dusche ist und dass die Leute wirklich laufendes Wasser haben. Ohne viel über Vision nachzudenken, denke ich, das ist eine reine Notwendigkeit, die ich dann für den Nutzer dann schaffe. Und dadurch nutze ich mein Privileg. Aber was ich daran super finde, ist, dass du Strukturen schaffst, die es leicht machen. Weil das ist, also wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann an jeder Ecke, an der ich mich bewege, bin ich damit konfrontiert, dass ich eigentlich gezwungen werde, nicht nachhaltig zu leben. Ich gehe in den Supermarkt ein, alles ist in Plastik verpackt. Ja. Ich möchte eigentlich die Strukturen so verändern, dass sie es ermöglichen. Und was ich im Moment habe, ist, wenn ich
in Anführungszeichen privilegiert bin, irgendwie, dann kann ich irgendwie in den Unverpacktladen gehen und irgendwie für viel mehr Geld einkaufen und dann kann ich das machen, aber die Struktur ist dagegen. Mhm. Und ich kann das mit ganz viel gutem Willen machen, aber das kann ja nicht das Ziel sein, sondern es sollte ja für alle ermöglicht werden. Wie kann das denn hergehen? Also, und da muss ein Paradigmenwechsel in den Köpfen tatsächlich sogar radikal also stattfinden, bevor wir vorwärts gehen. Sonst bleiben wir wirklich da lang. Natürlich wissen wir alle auch, dass wir Menschen, der Homo sapiens, dass es bei uns finden Veränderungen sehr, sehr langsam, bevor es bei uns ankommt. Aber wenn ich jetzt die Umwelt so sehe, wo wir alle Ressourcen rausholen, ja, dass es dann wirklich überall zu Katastrophen führt, auch so hier in Deutschland, also so die Regen werden heftiger, sogar hier in einem Wohlstandsland und eine technologisierte Nation wie Deutschland, da sterben Menschen aufgrund von Klimakatastrophen. Da denke ich, dass man da auch wirklich richtig radikal sich ändern muss. Also Klima ist auf jeden Fall ein Thema, aber wo ich gerade euch höre, auch du, dich Francis, du meinst ja, wir müssten uns radikal ändern, das sagst du ja auch, Raoul, also du fragst dich ja auch in deinem Blog nach Fragen der Radikalität, also welcher Form des Protestes oder des Widerstands ist eigentlich die richtige, und ich hätte auch total Bock, mit euch eine Liste von Verboten zu schreiben, also was müssten wir eigentlich ab morgen Gefängnisse verbieten. Gefängnisse, vielleicht auch Polizei oder, weiß nicht, Plastik oder Beton, also vielleicht so einfach mal eine utopische Liste von Verboten. Ich finde die ganze Verpackungsproblematik unheimlich gut. Die könnte man sofort verbieten. Ändern. Ja. Ich meine, Atomkraft wurde von einem Tag auf den anderen verboten. Ich meine, warum? Ja, warum haben wir sie immer noch? Ich finde, sind die Verboten eine super Idee. Auch gerade, weil das so ein politisches Thema war in den vergangenen Monaten. Und das, glaube ich, auch so ein grundsätzliches Missverständnis darüber besteht, was Verbote sind. Aber ich höre Ihnen schnaufen, weil mit Verboten hast du natürlich ein anderes Verhältnis als jetzt einige von uns. Willst du dazu was teilen? Ja, ich glaube, ja. Jetzt wohne ich in einer Kultur von Verboten und Manipulation. Und deswegen, ich bin kein großer Unterstützer von Verboten. Mit Verboten fangen die schlechten Sachen an. Raoul, und Mito, bevor wir so inhaltlich jetzt so einsteigen, vielleicht nur eine Frage, wäre es möglich, dass wir uns alle mal einmal ganz kurz vorstellen, weil ich habe jetzt nicht so recherchiert zu den einzelnen Leuten von euch, was ihr so macht, bei einigen schon. Klug, ja. Oder dass ich zumindest weiß, wie ihr auch von mir wahrgenommen werden wollt. Und vielleicht sagt ihr auch, woran ihr gerade arbeitet und was ihr gerade braucht auch oder was ihr gerade sucht. Also das würde mir jetzt total helfen, wenn wir uns mal kurz vorstellen. Mach den ersten Schritt, fang an, dich vorzustellen. Ja, gerne. Ich bin Wambo Lemenzel. Und ich habe einen Doppelnamen, weil meine Frau ist eine weiße Deutsche. Und ich komme ursprünglich aus Laos. Heute spreche ich ganz offen darüber. Ich gehöre zu den Leuten, die nicht hier sein dürfen, weil wir sind illegal eingereist. Ne? Man darf hier nicht so einfach rein in Deutschland. Und wir haben einfach so getan, als ob wir einer Familie angehören, die hier schon ist, was nicht stimmt. Das heißt, alle meine Namen sind falsch. Wie werden wir wohnen? In Häusern? Jeder und jede für sich? Oder doch in Gemeinschaft? Kann weniger Konsum mehr Lebensqualität bedeuten? Unbedingt, sagt Wambo Lemenzel, Stadtplaner, Designer und Architekt. Bekannt für seine Tiny-Häuser und die überaus stylischen Hartz-IV-Möbel, die sich fast jeder leisten kann zum Selbermachen. Denn gutes Design muss nicht teuer sein. Seine Haltung: konstruieren statt konsumieren. Lemenzel ist da selbst radikal. Vieles von seinem Wissen ist frei verfügbar, inklusive Baupläne und Designs. Er träumt von einem ganz anderen Wohnen, bezahlbar und neu gedacht. Und ich bin dafür, dass es zirkulär ist, dass es aufeinander baut, dass die Wohnungen auf den Dächern sind und die Gärten auf den Dächern von Aldi und so weiter. Also dafür kämpfe ich sozusagen mit meinen Ausstellungen und mit meinen Publikationen. Ja, Dimitri Gluchowski, ich bin aus Russland ursprünglich, in Moskau geboren. Jetzt wohne ich, pendel ich zwischen Moskau und Barcelona. Das ist meine vierte Auswanderung. Zuerst als 17 Jahre alt war ich nach Israel ausgewandert, dort studiert, danach ein Jahr in Deutschland verbracht. Seitdem spreche ich ein bisschen Deutsch. Danach Frankreich, dann zurück nach Russland und jetzt in Spanien. Dimitri Gluchowski ist Journalist und vor allem Science-Fiction-Autor. Atomkrieg, Seuchen, Diktatur. Seine Romane spielen in einer dystopischen Zukunft, in einem unbewohnbar gewordenen Moskau.
Politisch sind die Zustände in Gluchowskis Heimatland Russland auch in der Gegenwart nicht rosig. Er gehört zu den schärfsten Kritikern von Putin und dessen Regime. Seine spannenden Bücher können auch als Warnungen gelesen werden. Um akkurate Prophezeiungen geht es dabei nicht. Also Zukunft und Lügen und Wahrheit, meine Themas. Wahnsinn. Bitteschön. Danke, Dimitri. Ich bin Katharina Grosse. Ich lebe in Berlin. Ich bin in Süddeutschland geboren worden, vor 60 Jahren in Freiburg. Und meine Familie kommt in der Wurzel aus Sachsen. So habe ich die Kindheit erlebt mit zwei verschiedenen Familien. Einmal im Ruhrgebiet bin ich aufgewachsen. Meine Verwandtschaft war aber auch noch in der Nähe von Dresden. Die Museumskunst der Katharina Grosse ist weltberühmt und radikal. Mit ihrer Kompressorsprühpistole verwandelt sie ganze Gebäude in Gemälde. Sie färbt Hinterhöfe, Museumshallen, sogar Strände. Dafür wird sie international gefeiert. Die Idee hinter den Riesenarbeiten ist ein Statement für sich. Wer seine Perspektive ändert, kann womöglich selbst ein anderer werden. Nicht nur das Messbare wahrnehmen, frei bleiben im Kopf. Deswegen hat sich Katharina Grosse auch auf das Experiment auf dem Boot eingelassen. Was ich gerne noch genau verstehen würde, was dieses Wir ist. Was hier überall, nee, steht hier gar nicht auf der ersten Seite, aber da kommt es vor im zweiten Satz. Wir alle glauben, dass es ein Wir gibt. Ja, genau. Und wie sich das konstituiert, also vor allen Dingen gerade in dem Moment, wo wir hier sitzen. Ich komme aus Burkina Faso. Ich darf hier sein, anders als einer. Ich habe ein Stipendium bekommen. Das heißt, ich bin da aus freien Stücken gekommen. Viele fragen mich oft, warum bist du in Deutschland und nicht dann nach Frankreich? Weil Frankreich eine Beziehung zu Burkina Faso hat, also eine koloniale Beziehung. Da sage ich meistens, nein, das war nur ein Ausweg. Ein Stipendium, das könnte nach Amerika, England sein. Das war mein Ticket zur Bildung, zum Zugang zu vielerlei. Ja, und deshalb neige ich mittlerweile zu sagen, dass Deutschland sozusagen eine intellektuelle Heimat für mich geworden ist. Wie kann Architektur unsere Gemeinschaft stärken und gleichzeitig nachhaltig sein? Was für Gebäude sollen wir in Zukunft bauen? Die Bauten von Star-Architekt Francis Quéré sind formvollendete Antworten darauf. Eine große Inspirationsquelle des international gefeierten Quéré: die Natur. Sein Serpentine-Pavillon in London, ein Spiel aus Licht und Schatten. Der Architekt hat auch Christoph Schlingensiefs Operndorf in Burkina Faso entworfen. Noch vor Ende seines Studiums in Deutschland baute er als erstes eine Grundschule in seinem Heimatdorf Gando in Burkina Faso. Aktuell realisiert er das neue Parlamentsgebäude in Benin. Veränderungen, denkt er, global. Ich hoffe für die Welt, wenn ich mir was wünsche, dass wir alle noch ein bisschen mutiger werden. Und neuestes Beispiel, Corona hat uns ja belehrt, dass wir eigentlich auf demselben Boot sitzen, wie wir gerade hier. Und dann, dass wir nur gemeinsam überleben, wenn wir gemeinsam an uns glauben, aber auch Lösungen aufzeichnen. Ja. Ich bin Daniel Schreiber. Ich bin Autor. Also ich habe mehrere Bücher geschrieben und die drei bekanntesten sind Nüchtern, Zuhause und Allein. Passt, gehören zusammen. Trilogie. Genau. Und das sind persönliche Essays. Das heißt, ich schreibe von meinem eigenen Leben, aber nehme immer Ideen aus Philosophie, Psychoanalyse, Kulturgeschichte, Soziologie mit rein und versuche so eigentlich Fragen zu stellen, die wir uns als Gesellschaft auch nicht wirklich stellen. Leben in der Gemeinschaft, als Familie, unter Freunden? In welchen Beziehungen werden und wollen wir leben? Gerade hat Daniel Schreiber das Buch Allein veröffentlicht. Der Autor und Hobbykoch verarbeitet mutig seine eigenen Themen und hilft damit anderen. Er überwand seine Alkoholsucht und schrieb darüber.
Er stellt Fragen in seinen Büchern. Wie können wir mit Entwurzelung umgehen? Wie mit Einsamkeit? Einfache Lösungen gibt es nicht. Wir wissen, dass die nächsten Jahre eine riesige Herausforderung werden und dass sich unser Leben verschlechtern wird. Und ich glaube, dass dafür erstmal wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wir diese Selbsttäuschung, der wir uns alle hingeben, also bewusst oder unbewusst, davon loslassen und wirklich ernsthaft anfangen, darüber nachzudenken, wie wir in Zukunft das angehen wollen. Ja. Toll. Danke. Ich bin Sophia, ich bin auch Autorin und in meinem letzten Buch habe ich darüber über diese Abwesenheit von Zuversicht gesprochen und dass das meiste angstgesteuert oder so eine Art von Schadensbegrenzung ist, also das Leben. Also dass du eben versuchst, deinen Ressourcenverbrauch einzuschränken und eben eher mit dieser Hoffnung, dass alles nicht mehr sich nicht verschlimmert. Welchen Sinn hat das Leben und wie lebt man in einer Welt, die zu zerbrechen scheint? Sophia Fritz ist Drehbuchstudentin und Buchautorin. In ihrem Romandebüt Steine schmeißen zeichnet sie das Porträt einer Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist und Katastrophen und Krisen in Echtzeit von zu Hause miterlebt. Wie umgehen mit dieser Angst? Sie konfrontiert sich ganz bewusst mit der Endlichkeit. Und dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht zur Sterbebegleitung und war da in München, also 9 Monate, ein Jahr ungefähr, aktiv. Und jetzt mache ich gerade ganz viel mit Körperarbeit und Tantra-Massagen und somatischer Sexualtherapie. Und das sind auch nochmal spannende Aspekte, diesen Körper in Resonanz zu bringen mit den Gedanken. Also das sind so die Themen. Das ist ein wahnsinniges Themenfeld. Also von der Religion bis Tantra. So Glaube, Tod und Sex. Die sind so das und dann gucke ich wo rein. Genau, ja. Das ist toll. Wow. Ich bin Mitu Svanjal. Ich bin auch Schriftstellerin, Autorin, Journalistin. Und ich bin so seit ich denken kann, in irgendwelchen politischen Kontexten, so von Antifa und so weiter. Und es ist immer ein gegen etwas und immer das Schlimme abwehren. Wie wollen wir leben in einer Welt, in der Grenzen und Identitäten neu verhandelt werden? Ihr Roman Identity gibt darauf mehr als eine Antwort und wird zu Recht gefeiert. Er machte die Literatin Mitu Svanjal zur Bestseller-Autorin und sie war damit für den Deutschen Buchpreis nominiert. Eine sehr heutige Geschichte über Race und Identität. Im Zentrum eine Star-Professorin der Postcolonial Studies, die sich als Person of Color ausgibt, obwohl sie weiß ist. Wer bestimmt, wer wir sind und wie wir gelesen werden? Und ist Race genauso austauschbar wie Gender? Mitu Svanjals Spektrum ist groß. Auch Feminismen, Gewalt und Umwelt treiben sie um. Wie können wir als Menschen auch nützlich für die Natur sein? Nicht weniger schädlich, sondern auch aktiv nützlich. Das sind so Sachen, die mich gerade... Und auch füreinander. Nicht weniger schädlich füreinander, sondern wie können wir uns gegenseitig ernähren und glücklicher machen. Wow. Je mehr Leute sich hier vorgestellt haben, desto kleiner wirklich fühle ich mich. Ich versuche mal erstmal nur von mir zu reden. Also ich bin Raul Krauthausen. Ich bin geboren in Peru. Mein Vater ist Peruaner, meine Mutter ist Deutsche. Ich fühle mich aber, so viel vorweggeschickt, deutsch sozialisiert. Er will ein Leben in der Mitte der Gesellschaft für alle Menschen mit Behinderung. Bekommt er das auch? Raul Krauthausen, Autor, Blogger, Podcaster, Moderator und Deutschlands bekanntester Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Vor 14 Jahren gründete Raul Krauthausen den Verein Sozialhelden. Teilhabe, Sichtbarkeit und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung will er erreichen.
Mit 26 Mitstreitern kämpft er beharrlich für eine inklusive Gesellschaft. Doch das war allerdings nicht immer so. Ich wollte mit anderen Behinderten nichts zu tun haben. Warum nicht? Aus Scham. Also es hat sich ganz oft so angefühlt, wenn ich jemanden im Rollstuhl sehe, dann fühlt sich das an wie ein Blick in den Spiegel. Mhm. Also ich habe selber sehr lange damit gehadert und wollte immer so cool sein wie die Nichtbehinderten. Und habe dann Werbung studiert, war beim Radio und habe immer versucht, so cool zu sein wie die anderen. Aber in meinem Hinterkopf war immer dieser Gedanke, irgendwas klammerst du aus, irgendwas blendest du aus. Und wenn Leute mir das gesagt haben, dann habe ich das bestritten. Aber mir war klar, nee, die haben recht. Und dann habe ich mit 27 erst angefangen, meine Diplomarbeit über das Thema die Darstellung von behinderten Menschen im deutschen Fernsehen zu schreiben. Also ich merkte, plötzlich öffnete sich mir eine Welt. Warum kochst du jetzt hier mit uns? Ach so, also ich habe früher als Koch gearbeitet. Ich habe in New York gelebt länger. Und da habe ich mein Geld als Private Chef verdient für so reiche Upper East Side Ladies. Und genau, und das wusste die Produktion und in einem meiner Bücher schreibe ich auch drüber. Und deswegen die Idee, dass ja, ich was koche. Billiges Essen, ohne dann im Labor an die Natur anzugehen. Eine Aufgabe. Dann, das ist für dich und du musst die Sellerieknollen in Würfel schneiden. Weißt du, wie das geht, oder? Du bist der Architekt. Also erstmal dünne Scheiben und dann die dünnen Scheiben. Das bedeutet nicht, dass man alles kann. Weißt du, ne? Okay. Ja. Aber Verbot genau. Ist doch Verzicht, oder? Wir leben ja immer noch in der Illusion, wir haben das alles. Nicht naschen. Also wenn man Steuern machen muss, dann kann ja doch nicht die Steuererklärung so kompliziert sein, dass man sie nur mit Steuerberater machen kann. Das kann doch nicht sein. Was müssen wir denn verbieten, damit das nicht mehr so kompliziert ist? Dass wir Privatisierung verbieten. Das finde ich auch gut. Verbieten Privatisierung. Hast du das gehört? Vielleicht eine intrinsischere Bedürfnisbefriedigung aufbauen. Wir brauchen mehr Schicksalsgemeinschaften. Was haltet ihr von dem Verbot von Einfamilienhäusern? Weiß ich nicht, finde ich schwierig. Weißt du, ich kann im Moment die Basis für die ganzen Vorschläge nicht erkennen. Ich würde gerne über ein Maximaleinkommen diskutieren. Was ist die Alternative zum Kapitalismus? Ja, genau, mal so kurz. Kommunist, ja. Ja, und der hat sich ja auch nicht bewährt. Ne? Nee, du überhaupt nicht. Ja, aber ich. Ja, aber Kapitalismus hat sich ja eben auch nicht bewährt. Nee, ich weiß, aber ich will nur sagen, was machen wir jetzt? Also welche Lösungen, innerhalb welcher Lösungen wollen wir Lösungen, innerhalb welcher Bereiche, was wollen wir unsere Lösungen formulieren? Ja, du guckst mich jetzt an, was ist das hier, Alter? Aber ich meine, ich will gern lernen. Also ich verdiene, ne? Bin ich für der andere verantwortlich? Ja. Und für wen denn? Für welche Person? Für meine Familie doch. Für meine distante Familie auch. Für meine, weiß ich nicht, Kumpeln vielleicht. Na, für die Leute, die ich kenne persönlich. Und jetzt haben sie zum Beispiel kein Geld für eine Krebsoperation. Bin ich auch verantwortlich? Bin ich verantwortlich für für die dritte Welt? Bin ich verantwortlich für Lateinamerika? Bin ich verantwortlich für Afrika? Also Russland hat Afrika nicht kolonisiert. Also die Franzosen sind verantwortlich. Ich aber nicht. Also wo sind die Grenzen? Und wer, aber von dem Modell in einer idealen Welt sind wir natürlich alle Gebrüder, aber tatsächlich nicht. Ne? Und wer bezahlt dann für diese Möglichkeiten? Wer bezahlt für eine billige Wohnung in Berlin? Kommunismus funktioniert nicht. Ich war da. Das funktioniert nicht. So, wir sind keine Gebrüder. Ich war da im Kapitalismus, funktioniert auch nicht. Das funktioniert. Ne? Nein, es funktioniert nicht. Wir haben doch ständig Krisen. Krisen sind doch im Kapitalismus eingebaut. Das kann ja nicht funktionieren. Sie wie eine Ausbeutung Krise. Aber das sieht wie eine ideale Welt. Ne? Du zeigst das einem China. Oder ein Chineser, oder da zeigt das ein Nordkoreaner, das ist eine ideale Welt mit Kapitalismus. Das funktioniert
hervorragend eigentlich. Dimitri, da gibt es Nachteile. Sozialprodukt innerhalb von kurzer Welt Zeit, ist ja, keine Illusionen machen. Also ich widerspreche dir vehement. Also diese Welt sieht ja nur so aus, als ob sie funktioniert, weil wir alles, was schlecht ist, einfach wegschieben. Also wenn wir Obdachlose nicht haben wollen in Dahlem, dann kommt das Ordnungsamt und schiebt sie einfach weg. Wenn wir die Fixer nicht sehen wollen auf dem Parkplatz vom Hellweg im S-Bahn-York-Straße, das ist ja das, was wir nicht sehen wollen, dann schieben wir die einfach woanders hin. Also es werden einfach die Probleme, die wir nicht sehen wollen, werden weggeschoben und zwar so weit, bis sie ertrinken. Es wurde hier vorgegaukelt, diese im Westen, alles, was man hier hat, sei das Beste. Ja. Ja? Und es ist okay, wenn das ein bisschen verdampft. Und du kennst das, also wenn du machst es so runter, dass es einfach köchelt, ja, ohne dass es anbrennt. Ich denke, das ist ein Ding, woran wir schrauben sollten, dass man dann tatsächlich zugibt, in anderen Kulturen gibt es Modelle, die wir eigentlich noch nicht hinreichend erforscht haben. Absolut. Weil das Modell hier dominiert. Die wir auch entwertet dominiert, haben, aktiv. Genau, dominiert, weil es sich dann verkauft. Es schreit, komm mal, hier ist es toll. Also eigentlich müssten wir irgendwas sowohl über einen globalen angemessenen Lohn sprechen. Der muss ja natürlich am Einkommen in dem Land, also an dem, was Preise sind, ne, an Inflationsrate des Landes. Aber wir müssten eigentlich über etwas wie globale Löhne sprechen. Was wäre denn, wenn man einfach die Währung alle abschafft, dass es wirklich nur noch eine Währung für alle, eine globale Währung gibt? Naja, aber wir wissen ja zum Beispiel, als der Euro eingeführt wurde. Ja. Kann ich gleich mal dir eine High Five geben? Dankeschön. Ich bin so froh, dass du da bist übrigens. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber... Wie viel Toleranz haben wir gegenüber Intoleranten, die Meinungsfreiheit ausnutzen? Da sind ganz viele Leute mit Ängsten. Wir müssen uns mit Ängsten beschäftigen. Also, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich glaube auch, dieses irgendwie alle Leute, die sich für Rechtsgedanken gut interessieren, sind Nazis und da sind die Bösen und sollen aufhören zu existieren, funktioniert nicht. Überhaupt aber dieses, nicht, diese Erzählung hören wir seit den 80er Jahren. Also ich zumindest, so lange lebe ich. Ich höre seit den 80er Jahren sowas wie, ja, wir müssen die Sorgen der Bürger ernst nehmen und so weiter die und so fort. Die werden ja nicht ernst genommen. De facto werden die ja nicht ernst genommen. Aber das muss man das ist nur die Rhetorik. Nehmen? Also, ich möchte nicht mir das anhören, wenn jemand sagt, ich möchte keine Schwarze in meiner Umgebung haben. Das ist eine Sorge, die ich habe. Will ich mir einfach nicht anhören. Doch, aber letztlich geht es darum schon, weil was die Rhetorik macht, ist eigentlich Rassismus zu entschuldigen, genau. Homophobie zu entschuldigen. Und das ist nicht, wir nehmen die Sorgen der Bürger ernst, sondern ist, wir erhalten das System, wo solche Meinungen erlaubt sind. Und es sind ungefähr 20% in diesem Land, die diese Meinung haben und diese mit einer großen Lautstärke vertreten. Das ist ein Trick, ja? Es ist ein Trick zu sagen, diese Leute haben Angst. Nein. Diese Leute haben keine Angst. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube tatsächlich irgendwie, es gibt Menschen, die gesamtgesellschaftlich mehr Angst vor irgendwie Änderungen haben als andere. Also da gibt es große Unterschiede. Ich glaube, es gibt auch Unterschiede in persönlicher Sicherheit und so. Also, weil weißt du, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich habe diese Argumentation, höre ich seit ungefähr 10 Jahren und das macht aber mich persönlich wütend. Aber wir reden über unterschiedliche wütend. Dinge. Ich glaube, nee, eben nicht, weißt du, ich bin in Mecklenburg aufgewachsen, ich bin meine halbe Jugend von Neonazis weggerannt. Ich habe gesehen, irgendwie, wie Leute irgendwie das komplett okay fanden, das komplett total in Ordnung fanden, das gehen halt andere Leute verprügeln. Und das ist nicht, weil sie Angst hatten, das ist nicht, weil sie Abstiegsangst hatten, das ist nicht, weil sie Angst vor Veränderungen hatten, sondern weil es diese Strömung in unserer Gesellschaft gibt. Die gab es schon immer, die gibt es schon sehr lange. Erstmal, und, schon immer kann es sie nicht gegeben haben, weil irgendwie, dafür brauchen wir Nationalstaaten. Also... Aber was ist denn dein Punkt? Also sag mal deinen Punkt, den würde ich gerne verstehen. Der Punkt ist der, dass ich möchte nicht die ganze Zeit darüber reden, dass Menschen, die offen ihren Hass ausleben, dass Menschen, die andere Menschen verfolgen, die in Chemnitz Leute jagen, dass wir deren Handlungen entschuldigen und sagen, sie haben Abstiegsangst. Nee. Das macht hier aber niemand. Es kommt nicht von Angst. Das machst du die ganze Zeit. Aber was ist denn dein Punkt, Mito? Dann würde ich gerne mal deinen Punkt verstehen. Also du sagst, dass man aber die Gefühle ernst nehmen sollte. Also wenn sie sozusagen hassen, dass man das akzeptieren sollte, dass sie hassen? Oder nein, was das sage ich nicht. Nein, was ich sage ist, im Moment ist unsere Idee irgendwie, wir müssen rausfinden, wer sind die Bösen und dann müssen wir gegen die Bösen kämpfen. Und ich glaube, das funktioniert als Narrativ nicht. Das natürlich brauchst du persönlich kein Verständnis für irgendwie Nazis haben. Na klar, natürlich nicht. Das ist ja irgendwie, ist ja Quatsch. Es geht auch nicht darum, irgendwie für Handlungen Verständnis zu haben, aber einfach zu sagen,
das sind die bösen Menschen, ist, also das ist, als Analyse hilft uns das nicht weiter. Wenn du nur unter Nazis bist, dann wirst du wahrscheinlich selber einer. Ja. Oder wirst halt extrem links. Aber das ist kein Problem von Menschen. Die Schimpansen machen dasselbe genau. Es geht um Gruppenidentität. Ne? Genau. Du identifizierst dich mit einer Gruppe und die anderen sind die Feinde. Und das geht einfach so. Und da gibt es aber Bonobos, die statt... streiten, ficken und dann geht's auch alles gut. Ich finde auch, dass wir sollten alle mehr Sex haben. Aber vielleicht... Ja, das ist besser, oder? Ich glaube, das ist... Ja, also mehr Sex für Neonazis und es wird gehen. Aber also vielleicht... Ich würde mich da jetzt nicht freiwillig melden. Der Lunch ist fertig übrigens. Also vielleicht sowas wie... Essen ist fertig? Ja, genau. Wir können gerne essen. Ich fand... Lass uns den Tisch decken zusammen. Auch mit Lachs. Alles, was aus deiner magischen Küche rauskommt. Ja, ich bekomme schon, danke. Ja, Daniel, vielen Dank für dieses kleine Wunderwerk. Gerne. Oder wo denn? Wahnsinn, oder ist es unglaublich? Wie kann man so viele Talente haben? Bon Appetit. Ja, dann hat es Bon Appetit. Was noch von dir? Pip, wir haben uns alle lieb. Ja. Ich nehme gern ein paar Pip. Unglaublich. Ja, lecker. Mhm. Ja, das reicht. Oh ja, das ist viel. Alles gemacht? Ja. Auch den Kuchen sogar, mon Dieu. Während der Diskussion, ne? Genau, während ihr gleichzeitig über wichtige Sachen diskutiert habe. Als du dachtest, wir driften ab. Na, dann. So gut, ich möchte den Nachschlag haben. Ja, bitte, greif. Es ist super, dass du das kaufst. Das war ein wahrer Satz. Chefkoch? Dann, ja. Darf man selber ran? Nein, ja, natürlich. Das war okay. So lecker. Dann dürfen wir Chaos genau, dann stiften. Die anderen Leute sollten auch alle essen. Das ist das Allerschlimmste, was man machen kann überhaupt. Essen wegschmeißen. Das könnte man ja mal hinschreiben. Da ist jemand hier. Ich habe einen Vorschlag. Ja. Ich finde, wenn wir nur geistig das hin und her spielen, ist es ein bisschen ermüdend und man verliert so viel unterwegs. Und ich dachte, wir haben so schöne Sätze gesammelt, vielleicht können wir erstmal die wahren Sätze aufschreiben. Wenn wir dem erstmal Raum geben und hier auf dem Tisch das aufschreiben und am Ende Sätze haben, mit denen wir arbeiten können. Und dann können wir immer noch am Ende Sätze durchstreichen, die wir wieder zurücknehmen oder sagen, okay, die können wir doch nicht so fordern. Aber dann haben wir eine Substanz, mit der wir arbeiten können. Also ich finde es super. Ich finde, wir sollten so reihum gehen. Ich wollte nur noch einmal daran erinnern, dass wir diese Diskussion haben in den Zeiten von einer großen Unsicherheit. Die Corona-Krise war die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg vielleicht. Ne? Und das sind die Zeiten von Angst und Unsicherheit. Und das ist die Angst vor der Zukunft. Mhm. Wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringt. Und deswegen gibt es den ganzen Stress. Die Antwort dafür ist Aggression, Verdacht, Grenzen, das ist genau, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Also die Grenzen plötzlich entstehen wieder und da gibt es kein Vertrauen zwischen uns, da gibt es Verdacht, da gibt es so diesen Wunsch, uns von den anderen zu verteidigen und so weiter. Das ist aber keine Lösung. Ne? Wir müssen Mut haben und wir müssen kooperieren. Ne? Das ist die einzige Antwort für auf diese Herausforderung. Angst macht uns schwächer. Ne? Das ist nur eine Emotion. Und wie werden wir die Angst los? Aber würde ich einen Satz ableiten für mich, den ich aufschreiben würde. Und das ist eben, weil du meintest, es gibt ein gesteigertes Aggressionspotenzial. Und ich glaube, es gibt aber öffentlich keine Räume, in denen Aggression und Wut konstruktiv ausgelebt werden darf. Und das ist ein Problem. Und ich hätte gerne sichere Räume für Wut und Aggression. Und dass die nicht tabuisiert werden. Genau diese Aggression. Ja, natürlich, dass man die ausleben darf, aber ohne, dass das zu einer Bedrohung für andere Menschen wird. Also ist das ein toller Satz vielleicht. Ich möchte auch, dass wir lernen. Wie sollen wir denn, okay, wie können wir den formulieren, was habe ich gesagt? Sichere Räume, Wut und Aggression. Wir brauchen sichere Räume. Ja. Hate Rooms. Ja, Schreiräume, weißt du, wie so Telefonzellen. Und dann schreiben die man so auch noch schreien. Love Rooms. Fight Club. Absolut Love Rooms. Und andersrum auch. Das ist, glaube ich, wir müssen ein Heilung. Das ist ein genau, Motto. Heilung. Und andersrum, genau, die Kompetenzen zur Selbstheilung, aber auch die Kompetenzen zu trösten. Genau. Also Nurturing. Heilung sicherlich. Heilung. Therapie das klingt ist, aber. Genau. Und lustiger. Und das ist, glaube ich, deswegen wichtig, weil. Die Menschheit jetzt braucht eine Therapie. Ja. Nach der Corona-Krise. Ohne Therapie wird es nicht gehen. Ja.
Und da ganz kurz, mega kleiner Ausflug. Wenn jetzt die Ampelkoalition sich da die ganze Zeit hinstellt, und das finde ich sehr erstaunlich, dass sie sich immer hinstellen und sagen, obwohl wir Meinungsverschiedenheiten haben, glauben wir daran, dass wir gemeinsam voranschreiten können. Das ist doch neu. Das Phänomen gibt es doch seit mindestens 20 Jahren in Deutschland nicht. Dass PolitikerInnen von verfeindeten Parteien sich gegenseitig irgendwie den Rücken stärken. Hm. Wer weiß, wie lange das anhält. Aber das finde ich zumindest für diese drei Wochen unglaublich entspannend und auch heilend in unserem politischen medialen Diskurs. Absolut. Es gibt ja zurück Wort zu den Sätzen. Wir brauchen ja so ein paar Ergebnisse. Und ich finde, wir sollten tatsächlich jeder Sätze aufschreiben. Katharina? Wir sollten Sätze aufschreiben. Wie in der Schule, ja? Was? Permanente Neudeutung der Grenze. Ja. Also ich finde, wir sollten... Hast du denn aufgeschrieben? Nee. Nein, hat sie. Schreib, das ist deswegen, so toll. Wir sollten permanente so wirklich um den Tisch gehen und das... Wir brauchen ja... Und deswegen. Also schreibe noch auf, Orte der Heilung. Heilung und Trauer, ne? Nee, nicht Trauer, doch. Kollektive Trauermöglichkeiten habe ich schon aufgeschrieben. Ja. Angst ist verboten. Verbieten kannst du das nicht, ne? Du musst das durcharbeiten. Ein Trauma muss man durcharbeiten. Ja. Also ich kann deinen Satz sagen dazu. Meine Sage ist, die wollen wir leben. Wir wollen zusammenleben, glaube ich. Ne? Zusammenleben. Ja, wir wollen nicht getrennt leben. In diesem letzten Jahr und vor dem vorigen Jahr habe ich versucht, getrennt zu leben. War nicht toll, war nicht lustig. Also Isolation, auch vom Standpunkt des Volkes oder der Nation oder der Nationen und auch persönlich geht nicht. Ne? Wir wollen, glaube ich, zusammenleben mit einem anderen. Hm? Ich habe ein gutes Jahr und vielleicht könnte man anfügen, dass das Instrumentalisieren von Angst verboten ist. Ja, das ist toll. Angst ist ja... Willst du es hier oben dazu schreiben? Ja. Dann ergänzt sich das hier. Genau. Das, du schreibst das dazu. Nein, das hast du gesagt. Das Instrumentalisieren. Ja. Das finde ich super. Ja. Katharina, was ist das? Ich habe gerade gedacht, wir wollen zusammenleben wollen. Wie schön. Sonst sterben wir. Wir sterben sowieso. Ja, ganz genau. Okay, nehme ich wieder zurück. Ja. Was im Moment immer noch umtreibt, ist dieses, wie unterschiedliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Genau. Und dass es mir darum geht, eben, es geht mir schon um Solidarität. Also es geht mir eben nicht darum, wer ist jetzt die am meisten diskriminierte Gruppe, sondern es geht mir wirklich darum, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Weil wir Da ist auch der Gedanke drin, dass wir uns eben dass wir nicht auf Kosten eines anderen Gesellschaftsteils Entscheidungen treffen dürfen, die uns selbst betreffen. Ne? Ja. Das ist doch das auch. Ja. Also wir müssen uns klar sein, dass jede Entscheidung, die wir fällen, unter Umständen irgendwo anders Kosten herstellt. Deswegen würde ich gerne zu dem Punkt Vielfalt. Ist normal oder so. Wir sind alle in einer vielfältigen Gesellschaft. Ja, das habe ich geschrieben. Vielfalt ist eine Gefahr bei diesem Satz, die ich sehe, ist halt, dass es auch wieder zu so einer Binse Ja, das wird. Ist aber viel hier. Haben genau, wir deswegen versuche ich das wieder konkret zu machen. Binsensuppe. Und wäre, wenn wir sagen, Vielfalt ist normal, dann müssen wir Orte der Begegnung von Vielfalt ausbauen. Das ist unsere Überlebensbedingung, weil ich sagen. Die Vielfalt unsere, ist eine Grundbedingung der Gesellschaft und die Überlebensbedingung. Um fortzusetzen, ich würde sagen, dass unsere Unterschiede sind nicht so wichtig als unsere Ähnlichkeiten. Ja, genau. Und aber das ist Binse hoch 3. Ne? Das ist im Moment aber trotzdem nicht schön. Ja, gut, okay. Was ich nämlich auch total interessant finde, in diesen perfekten anderthalb Jahren Corona-Pandemie niemals mit Jugendlichen gesprochen wurde. Ja, es wurde permanent über sie gesprochen, aber es gibt super wenig, auch vom Deutschen Kinderhilfswerk und Co., habe ich super wenig gehört in die Richtung, ich habe extra aktiv danach gesucht, super wenig gehört, wie es der Jugend eigentlich geht. Und es waren die ganze Zeit Aussagen von meistens kinderlosen Menschen, die eigentlich nur wollten, dass die Wirtschaft weiterläuft. Ja. Und, oder Menschen, die zumindest keine Care-Arbeit gemacht haben. Und dass wir dann so Phänomene wie Fridays for Future, dass wir Phänomene wie
Wahlrecht ab 16, dass wir die eigentlich permanent belächelt haben und immer noch belächeln, sie auslachen, wie sie auf TikTok irgendwas versuchen zu machen und die ganze Zeit ihnen Grenzen gezeigt werden von Erwachsenen, die eigentlich sich schon lange nicht mehr mit Jugendlichen ernsthaft auseinandergesetzt haben. Das ist auch ein Defizit unserer Runde. Wir haben überhaupt niemanden, der jünger als 20 ist. Genau. Aber fast, ne? 24. Das zählt. Das könnte ja jemand hier sagen. Oh, absolut. Ja, ja. Absolut. Bist du 24 Jahre alt? Ja. Irre, oder? Das ist der Wahnsinn. Wow, cool. Du willst aber nicht sagen, dass sie viel älter aussieht. Nein. Ich wollte dazu nichts sagen. Ich wollte nur sagen, dass ich am Anfang dachte, dass eigentlich die jungen Leute hier fehlen. Aber wir haben ja junge Leute da. Du hast voll den Punkt. Also finde ich, dass Jugendlichen nicht berücksichtigt wurden, aber gleichzeitig finde ich, die Pflegeheime sind abgetrennte Systeme, die Schulen sind abgetrennte Systeme und wir haben einfach überhaupt keinen intergenerationellen Förderung. Also die wird nicht, intergenerationeller Austausch auf Augenhöhe wird nicht gefördert. Du lernst ältere Menschen nur kennen, weil sie sind deine Eltern oder sie sind deine Chefs, also es ist immer eine Hierarchie gegeben. Hm. Und dass du von älteren Menschen lernen kannst, auf Augenhöhe und austauschen kannst, das gibt's nicht. Das wird nirgendwo gefördert. Das finde ich furchtbar. Und ja, ich finde, wir können das auch selber machen. Wir können selber auch solche Gruppen ins Leben rufen. Ich habe zum Beispiel so eine Gruppe gegründet mit einer Freundin von mir in Berlin, weil wir uns austauschen wollten von 20 bis 80. Und da haben wir uns einfach bei mir im Wohnzimmer getroffen. Sehr schön. Das machen wir seit Jahren. Mehr das können wir doch auch alles selber machen. Wir können uns doch auch einfach... Das finde ich großartig, dass du das machst, aber ich finde trotzdem, wir brauchen... Strukturell. Und wir brauchen auch noch gesellschaftliche Räume dafür. Genau. Zum Beispiel könnte man sagen, dass man Kitas nur gemeinsam mit Seniorenheimen planen sollte. Ja, das wäre super. Oder Wahlrecht absenken auf null. Dass die Kinder auch wählen können, also dass alle wählen können. Weil dann würden die Politikerinnen und Politiker auch anders sprechen. Wenn die Kinder sie auch. Könnte aber auch eine Infantilisierung der Politik bedeuten. Ja. Ich glaube, dann würden trotzdem noch die Eltern für die Kinder entscheiden. Dann würden trotzdem die Eltern noch für die Kinder entscheiden. Aber dann hätten zumindest Familien mehr Stimmrecht, Stimmgewicht als. Punkt. Genau. Ich glaube, dass wir überhaupt so als Gesellschaft brauchen eine bessere und langere Ausbildung. Insbesondere als eine Vakzine gegen Manipulationen. Mhm. So, wir brauchen mehr Verständnis über Soziologie und wie also Lobbyismus. Es gibt ja diesen wie wir eigentlich das alles erledigt. Und, ich finde das gut, schreib das doch auf. Ja, genau. Unterschreiben. Bitte. Ja, also vaccinieren, also bessere Ausbildung. Es gibt diesen schönen Aufruf von Schirach, wo er unter anderem sagt, irgendwie, wir sollen ein Recht auf Wahrheit haben von unseren Politikern und Politikerinnen. Ja. Und ich finde das nach wie vor... Das ist gut, lass uns das doch... Ja, genau, finde ich super. Ja. Genau, also es ist natürlich eine Mündigkeit, aber es ist natürlich auch, wir werden ja massiv manipuliert mit Lügen und irgendwie da müssen Menschen ja auch für verantwortlich gemacht werden. Das passiert ja nicht im Moment. Also du kannst ja lügen. Politisch und dann hast du halt gelogen. Insbesondere nach Trump-Ära, wo Post-Wahrheit jetzt gibt. Ne? Die Leute müssen einfach dagegen vakziniert werden, also ausgebildet, um zu verstehen selber, was ist Lügen und was ist die Wahrheit. Also was ist Objektivität, sagen wir. Aber auch, dass du dafür zu Belangen gezogen wirst, wenn du lügst, dass du es nicht einfach machen kannst. Ja, es ist ja der Konsequenz. Dass du belohnt wirst. Der Raum im Netz ja nicht genauso geregelt wie der physische Raum. Da gibt es viele Lügen, die bequem sind. Also von Politikern, von Politikerinnen. Also dass du ein Recht darauf hast, dass die deine irgendwie EntscheidungsträgerInnen irgendwie, dass sie die Wahrheit sagen müssen, wenn sie das nicht. Und zwar nicht im Sinne von irgendwie ermessen oder was sie nicht wissen können, aber wenn sie explizit Falschwahrheiten sagen, nicht nur unter Eid, sondern wenn sie das irgendwie veröffentlichen zu Propagandazwecken, irgendwie dann muss das belangbar sein. Mhm. Und das ist ja ausgearbeitet, das ist ja schön, wir müssen ja nicht alles selbst erfinden und das sind so 6 Punkte zur Demokratierettung heißt es und das ist ausgearbeitet. Dieses Bilden, die Menschen bilden und selber auch bilden, auch aushalten, dass es nicht Ja-Nein ist oder Like-Dislike. Richtig falsch. Dass es mehrere Nuancen gibt. Genau. Also nicht hängt schwarz, davon ab. Weiß. Ja. Also wir müssen lernen, Ambivalenz zu ertragen. Und das tun wir nicht. Und ich glaube, dass da zum Beispiel die sozialen Medien, und ich bin mega Nutznießer von diesem System, dass die sozialen Medien mit ihrem Like-Dislike, mit ihrem Kommentar, Gegenkommentar oder Drucko, wie man so schön sagt, dass das
eigentlich gar keine Nuancen mehr erlaubt. Und diese Nuancen, die gab es früher in Form von Stammtischen, Fußballvereinen, was auch immer, Orte der Begegnung, wo man sagt, ey, du bist zwar ein Arschloch, aber trotzdem sind wir in der gleichen Mannschaft. So. Und dann hat man diesen Moment der gemeinsamen, keine Ahnung, sportlichen Ertüchtigung einander ausgehalten und vielleicht auch kennengelernt auf anderen Ebenen. Aber durch dieses permanente Ja-Nein-Links-Rechts-Lager wir eigentlich auch gegeneinander aufgepeitscht werden. Ich würde gerne Kuchen essen. Nimm dir doch ein Stück Kuchen. Ich brauche Energie. Jetzt ja, ich glaube, das jetzt ich wollte jetzt mein Handy finden jeder gehen, damit ich es auf jeden Fall nicht vergesse. Jeder Wille. Du solltest einfach das Klare sagen. Wir bekommen jeder Wille. Ist das für mich? Ja. Mega, mega geil. Der ist sehr gut, der Kuchen, ne? Nein. Ich habe große Erfahrung darin. Und ich finde es auch total schön, sich rauszuziehen aus den ermüdenden Diskussionen. Also, vielleicht sollten wir uns jetzt, also es geht jetzt, glaube ich, darum, wir müssen fünf Punkte rauskristallisieren aus den vielen Punkten. Und Sophia, vielleicht liest du das jetzt vor, was wir haben. Und dann genau. Vielleicht nach jedem Punkt geben wir so kurz so eine Meinung ab, soll es drinbleiben oder nicht. Und ja, dass wir dann halt letztlich auf fünf Punkte kommen. Okay, ich fang an, ja. Und möchtet ihr einfach die Hand heben, wenn ihr bei Ja. Also wenn ihr sagt, der Satz muss drinbleiben, die Hand heben. Okay, super. Okay. Ganz laut bitte. Sichere Räume, um Wut und Aggression konstruktiv auszuleben. Meldest du dich, Raoul? Ja, drei. Verstanden, aber, okay. Aber da gibt es wichtige... Ja, ist okay. Wir können ja zwei Runden machen. Wir müssen mehrere Runden machen. Genau. Jetzt erstmal die erste Runde. Genau. Ja. Sich in der Horizontale assoziieren. Was? Sich in der Horizontale assoziieren. Da bin nur ich dafür. Five. Also das mit dem Horizontalen, das ist also total meine Lieblingssatz. Aber don't do this. No. I will take it with me. Das muss da bleiben. Yeah. Your ideas, nobody shared with you. Konzentration. Ja, warte mal, hey, können wir kurz einmal hier durch. Komm. Das Ausspielen von Gruppen sollte und darf keinen Unterhaltungswert haben. Ja. Ja. Oh, das sind krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Vielfalt muss ausgebaut werden. Ja. 3, 4, 5 Punkt. Ich finde ganz toll, wenn es das als Tischdecke gäbe, wo das alles draufgesteckt ist. Ja, wenn wir es drucken lassen. Ja, können wir machen. Ja. Als Kopfkissen vielleicht oder so, als Bettdecke. Oh Gott. Gut, machen wir weiter. Machen wir weiter. Okay, Punkt Nummer 11 ist alles anzünden. Alles anzünden? Finde ich super. Yes. Da bin ich absolut dagegen. Wenn ich die Stimme dagegen haben würde. Oder Punkt Nummer 12 ist Orte der Heilung und friedlicher Begegnung schaffen. Ja. Beziehungsweise ausbauen. Mit dem Anzünden zusammen? Ja, dann praktisch aufbauend. Gefühlskompetenz und Empathie müssen bereits ab der Grundschule im Lehrplan eingebaut werden. Yeah. Ja, super gut. Sehr konkret, aber... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist bisher der Hit. Ja. Ja. Lobbyisten im Bundestag durch Künstlerinnen ersetzen. Ja. 1, 2, 3, 4, okay. Das ist lustig. Katharina und ich, wir sitzen da... Was habt ihr denn für Sorgen? Jeder Mensch ist eine Künstlerin. Ja, genau. Jeder Wille kostet und das wollen wir nicht mehr. Das müsste man auch noch ein bisschen anders formulieren. Klingt nach einem guten Satz. Ja, ich finde es noch kein Lösungsansatz irgendwie. Ja. Aber es könnte ein Titel sein von so einem Song oder so. Ich finde, das als Titel wäre mega. Ja. Dafür ein Buch. Okay. Das stimmt. Vielfalt ist eine Grundbedingung unserer Gesellschaft. Sonst sind wir zu schwach, um die Herausforderungen, die vor uns liegen, anzupacken. Ein bisschen lang, aber wunderbar. 1, 2, 3, 7, okay. Dominanz lässt keine neuen Ideen zu. Mhm. 1, 2, 3, 4. Nicht den animalischen Instinkt folgen, um menschlich zu bleiben. Das war's. 1. Finde ich auch gut. Ich gebe dir eine 2. 2. Okay. Aus Solidarität. Ja, nachbarschaftlicher Solidarität. So wie bei Eurovision Contest, man gibt dem Nachbarn einen Punkt. Okay, wir brauchen eine bessere Ausbildung, um Lügen und Manipulation vorzubeugen. Ja, das mit der Ausbildung, ich habe sehr gut formulierter Satz. Auch ein bisschen eine Hardung, also Bildung oder Ausbildung oder. Oh geil, wir haben genau 5, wo alle dafür waren. Okay. Wirklich? Ja. Super. Ja.
dieser. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde jetzt diese fünf Punkte total schön. Und es hat irgendwie eine Dichte und es hat eine, also auch eine Wucht gleichzeitig und gleichzeitig auch sowas, wo man drüber nachdenkt. Also es sind alles Sachen, die man so glaubt zu verstehen und dann aber fängt man an, drüber nachzudenken. Kannst du dich nochmal vorlesen, bitte, ganz langsam? Ja. Dann, also die Überschrift ist, jeder Wille kostet und das wollen wir nicht mehr. Der erste Satz ist, das Ausspielen von Gruppen sollte und darf keinen Unterhaltungswert haben. Der zweite Satz ist, wir müssen lernen wollen, Ambivalenz zu ertragen. Der dritte Satz ist, Gefühlskompetenz und Empathie sind fundamentaler Bestandteil des Bildungsauftrags. Der vierte Satz ist, Lobbyisten in Parlamenten müssen durch Künstlerinnen ersetzt werden. Jeder Mensch ist eine Künstlerin. Und fünf, wir wollen zusammenleben wollen.